Shuddha heißt rein, Shuddha heißt sauber. Shuddha ist also das Reine. Und es ist gut, reine Nahrung zu dir zu nehmen. Shuddha, reine Nahrung zu dir zu nehmen. Shuddha ist alles, was sattvig ist, ist auch Shuddha. Sattva heißt das Reine, das Lichtvolle, letztlich das, was zur Wahrheit führt. Sat heißt Wahrheit, Sattva, das, was aus der Wahrheit kommt, zur Wahrheit hinführt. Und in Shuddha steckt drin die Reinheit und das Reine. So ähnlich wie, angenommen, du hast ein Fenster, das sauber ist, dann kannst du durchschauen und draußen alles sehen. So ähnlich, wenn du alles Äußere, Shuddha, rein machst, dann wird dein Geist auch Shuddha rein werden. Ist dein Geist Shuddha rein, dann kannst du hinter dem Geist etwas sehen. Dann wird dein Geist durchlässig. Ist dein Geist durchlässig, siehst du Gott hinter dem Geist. Siehst du dein Bewusstsein in deinem Geist, Atman, das höchste Selbst. Es ist daher wichtig, Shuddha zu werden, rein zu werden. Shuddha Dinge zu tun, Shuddha zu essen, Shuddha sich zu kleiden und so weiter. Also Reinheit spielt eine große Rolle. Aus Shuddha kommt übrigens auch Shaucha. Und Shaucha heißt Reinheit, eine der fünf Niyamas. Also Shuddha, rein und sauber.